kurz zu den Aktien-News. Was ist in der letzten Woche passiert? Wir haben gerade eben gesehen, in den Märkten gab es überall eine Erholung und das gab es natürlich in großen Teilen auch bei vielen Aktien. Wir starten aber mit einer Aktie, ja, man kann sagen, die damit nicht so viel am Hut hat, und zwar mit der Commerzbank. Hat jeder wahrscheinlich mitbekommen, der sich aktuell mit dem Aktienmarkt beschäftigt. Dort gab es quasi einen großen Einstieg der UniCredit, einer italienischen Großbank und wie man das so in Deutschland auch kennt, ein bisschen Kuddelmuddel im Staatshaushalt. Dort war man sich gar nicht so sicher. Die einen wussten nicht, dass man hier Teile veräußern will. Hier geht es um den Anteil quasi des deutschen Staates an der Commerzbank, den es durch den Rettungsschirm quasi gegeben hat. Und ja, jetzt gab es, wie gesagt, teilweise Aufteilungen und was jetzt gerade im Raum steht, ist, dass die Commerzbank eventuell komplett übernommen wird von der UniCredit. Luca. Genau, so sieht es aus. Diese 5%, insgesamt hat man 9% der Anteile der Commerzbank erworben. 5% kam damals aus der Finanzkrise, wo man quasi so ein bisschen die Liquidität oder generell als Staat eingegriffen hat, um die Bank zu unterstützen. Wir haben es auch bei der Lufthansa gesehen. Da hat man dann auch irgendwann den Exit gezogen nach der Corona-Pandemie, wo man eingestiegen ist. Und die UniCredit, also die italienische Großbank, war diesbezüglich der größte Bieter. Und wie gesagt, man weitete seine Anteile noch auf 9% aus. Und jetzt steht halt die ganze Übernahme im Fokus, beziehungsweise das hat die Aktie am Ende auch schlussendlich beflügelt, um diese 23%. Genau, man kann gut sagen, die Commerzbank war wieder am Aufwärtstrend, hat sich wiederholt, jetzt keine Höchstkurse, wenn man weiter in die Vergangenheit blickt, erreicht. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, sind wir hier doch auf deutlich höheren Niveaus als noch in den letzten 2 Jahren. Jetzt nochmal diese Beflügelung durch die potenzielle Übernahme. Viel Fantasie natürlich hier drin. Absolut. Ist so ein klassisches Beispiel von, glaube ich, bei The Rumor. Mal gucken, was dann passiert, wenn es wirklich potenziell zur Übernahme kommt oder nicht. Viel politisches Kalkül auch mit dabei oder auch nicht, weil man sich nicht abgesprochen hat. Also ein kleiner spannender Sonderfall. Gucken wir noch auf Palantir. Dort kann man sagen, gibt es jetzt die Aufnahme in den S&P 500. Das heißt, eine Aktie, die wieder in den größeren Index aufsteigt und die in der letzten Zeit sowieso ein bisschen beflügelt wurde durch das Thema künstliche Intelligenz, aber natürlich auch durch das Kriegsthema. Für alle, die Palantir grundsätzlich nicht kennen, hier geht es um Datenanalyse, um Datenaggregation und das halt nicht nur für rein wirtschaftliche Zwecke, sondern halt für auch für Staaten, große Unternehmen. Genau, Staaten, große Unternehmen oder auch für militärische Zwecke. Absolut. Das heißt, die Aktie, kann man sagen, deutlich hier im Aufschwung. Wir hatten diese schöne Untertassenformation, leichte Korrektur, jetzt der Ausbruch nach oben. Man ist fast auf den Niveaus von 2021 wieder und das bei einer Aktie, die doch noch relativ klein ist, aber ja, muss man sagen, schon auch teuer bewertet ist. Gehen wir nochmal weiter zu Ubisoft. Das ist ja eigentlich eine Marke, die vielseits bekannt ist. Es ist auch eine relativ große Marke. Was macht Ubisoft? Sie entwickeln Spiele und zwar auch große Spieltitel. Man spricht ja öfter von den AAA-Titeln, also all das, was man irgendwie schon mal gekannt hat oder was man kennt, wird eigentlich von großen Studios entwickelt. EA gehört dazu, Take-Two gehört dazu, Blizzard gehörte dazu quasi auch nach den Übernahmen. Ja, und jetzt Ubisoft, auch einer der größeren Spielentwickler, nicht mehr ganz so groß und das sieht man auch an dem Kursverlauf. Hier gab es doch einige Probleme und zuletzt auch wieder einen Downgrade, dass man glaubt, dass die Spiele, die man aktuell entwickelt, nicht so gut abgesetzt werden. Ja, und die Aktie hat dementsprechend 20% verloren. Genau, was man vielleicht dazu noch sagen muss, es gab eine Reihe an News, die Aktie so ein bisschen in den Negativtrend gedrückt haben. Einmal ein Hedgefonds, der quasi einen offenen Brief ans Management-Team geschrieben hat und so ein bisschen die Inkompetenz vorgeworfen hat, mangelnde Kostendisziplin. Und wie gesagt, man hatte zuletzt ein Star Wars Spiel rausgebracht aus dem Star Wars Franchise, was auch wenig Anklang bei Investoren und Gamern gefunden hat. Und generell, beziehungsweise das zu dem Titel. Genau, wir gehen nochmal weiter zum nächsten Titel, der auch spannend war, und zwar Adobe in diesem Fall. Und Adobe ist ja immer wieder im Fokus. Es gab News, dass man jetzt versucht, die Daten der quasi nutzenden User eigentlich zu benutzen, um seine eigenen KI-Tools weiterzuentwickeln. Da gab es so einen kleinen Aufruhr, jetzt die Korrektur auch wieder so ein bisschen von Adobe und jetzt auch so ein bisschen die weiteren Erwartungen der Aktie. Und jetzt muss man ganz grundsätzlich sagen, es ist ja schon relativ volatil bei Adobe. Wir hatten hier diese Untertassenformation. Wir haben jetzt 2M-Formationen, also 2 Doppel-Top-Formationen, die den Kurs eigentlich nach unten drücken. Und wenn man jetzt auf die letzten Aktien-News schaut, dann sieht man auch
finde ich zumindest, was das Problem aktuell der Aktie ist. Und das sind zwar nicht die Zahlen und es sind auch gar nicht so groß die Prognosen, sondern die Zahlen waren eigentlich gut und auch die Prognosen waren jetzt nicht schlecht, vielleicht ganz minimal unter den Erwartungen der Analysten. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, was die Aktie eher treibt, ist so ein bisschen die Frage, wie geht es denn weiter mit dem Programm Adobe? Denn die Software ist prinzipiell hauptsächlich dafür verwendet, Bildbearbeitung, Videobearbeitung zu machen. Und alle, die ja im KI-Zeitalter so unterwegs sind, da sieht man ganz genau, ja, dass insbesondere dieser Bereich halt auch gerade sehr, sehr stark von anderen Firmen penetriert wird. Das heißt, dass wir viel, viel neue Entwicklungen haben für Bildgenerierung, Videogenerierung und. Und natürlich schon die große Angst hergeht, ja, warum brauche ich dann noch Adobe? Und eigentlich hat man ja in den letzten Quartalszahlen jetzt erhofft, dass es vielleicht neue News gibt, denn Adobe arbeitet natürlich auch an einem KI-Tool, um das Ganze, um den Ganzen entgegenzusteuern, um quasi das Geschäft zu retten. Es gab aber keine News wirklich dazu. Es wurde viel zu wenig zu diesem neuen Tool gesagt. Und ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum am Ende die Aktie hier deutlich abgestraft wurde. Wir gehen nochmal weiter zu Kroger. Luca, hier ist man ja immer noch aus der Range raus und die letzten Zahlen waren nicht ganz so gut, aber trotzdem gab es einen deutlichen Kursanstieg. Genau, was für Konsumer ganz gut ist, die sinkende Inflation wird da so ein bisschen, ja, ist eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Auf einmal sinkt der Umsatz und dadurch natürlich die Preismacht, weitere Preise an die Konsumer durchzusetzen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man sinkende Preise hat, kann man mehr Volumen durchdrücken. Was sich jetzt am Ende durchsetzen wird, das wird es jetzt die kommenden Quartale zeigen. Man hat so ein bisschen auch ein Nettoverlust verzeichnet von 180 Millionen aufgrund einer 1,2 Milliarden großen Abfindung im Rückruf von Opioiden. Ja. Genau. Konnte trotzdem seine Jahresprognose bestätigen, also Umsatz rückläufig, Jahresprognose in line oder beziehungsweise ein bisschen über den Erwartungen. Deswegen hat die Aktie 6% nach oben gezogen. Genau, man kann ganz kurz sagen, die Rohdaten von Kroger waren alle ganz gut. Die Same-Store-Sales, von denen man ja immer spricht, auch weiterhin im Wachstum. Es gab ein paar Sondereffekte, aber grundsätzlich muss man sagen, entwickelt sich Kroger hier auch mit den Übernahmen, die in der Vergangenheit getätigt wurden, in ein positives Momentum. Das wurde hier honoriert vom Aktienmarkt und dementsprechend ist man natürlich trotz vielleicht weiterer Margenausweitung gerade auf einem grüneren Zweig und dementsprechend ging es hier 6% nach oben. Deutlich nach unten ging es aber bei BMW und wir hatten ja zuletzt ganz generell in der Autobranche einige Probleme. Wir hatten jetzt VW, wir hatten davor Mercedes, überall wurden Ziele eigentlich nicht erreicht. Ebenfalls auch bei BMW und wenn man jetzt allein auf den Chart schaut, sieht man eine sehr große M-Formation. Das ist eine sehr übergreifende Formation, die natürlich zusätzlich rein charttechnischen Druck auf die Aktie bringt. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, gibt es auch fundamentale Probleme, Luca. Genau, so wie es jetzt auch bei Volkswagen ist, vielleicht nicht ganz so in ganz so wirtschaftlicher Schieflage. Man hat natürlich dieses sinkende Absatzvolumen in China, generell das chinesische Autobauer, E-Autobauer, die Marktanteile so ein bisschen wegnehmen. Natürlich hat man bei BMW auch das Motorradgeschäft, was auch so ein bisschen rückläufig war. Und jetzt hat man quasi die Zahlen rausgegeben und die Jahresprognose so ein bisschen gesenkt aufgrund auch von Rückrufkosten, weil man irgendwie mehr als 1 Million Fahrzeuge weltweit zurückrufen musste. Genau, das sind so ein bisschen die operativen Probleme, die mit den allen deutschen Autobauern gerade so ein bisschen zu kämpfen haben. Genau, also kann sagen, die Aktie hat hier weiterhin nachgegeben und es ist einfach ein Absatzthema gerade, vielleicht auch ein Wirtschaftszyklus-Thema, aber ganz grundsätzlich ist es natürlich ein Problem, insbesondere weil auch der asiatische Markt zusätzlich zum Heimatmarkt schwächelt. Gucken wir zuletzt noch auf ein KI-Thema und zwar auf Oracle. Dort gab es jetzt mal wieder deutlich positivere News. Da muss man wissen, Oracle ist ja auch eines der großen Technologieunternehmen, die allerdings immer relativ klein war und ein bisschen versteckt waren, ja, hinter den großen Playern wie Microsoft, wie AWS, der Google Cloud und. Jetzt gab es doch wieder News, dass auch die Cloud von Oracle scheinbar deutlich nachgefragt wird und zwar mit einem Wachstum von 45% vom Jahr zu Jahr. Und das natürlich dann auch das Gesamtmomentum der Aktie so ein bisschen beflügelt. Man spricht davon, riesige Datenzentren zu bauen, Datenzentren, die von Nuklearreaktoren betrieben werden, zu bauen, in Kooperation mit den großen Tech-Konzernen, mit Microsoft, mit AWS. Luca, was hast du noch zu sagen? Genau, generell hat man einfach ein sehr gutes Quartal verzeichnet. Und was noch ein bisschen Auftrieb für die Aktie gebracht hat, war diese Cloud-Partnerschaft, die man intensiviert hatte. Also man hatte jahrelang schon eine Cloud-Partnerschaft und die hat man jetzt so ein bisschen ausgebaut und das hat den Markt einfach gefreut. Deswegen 13% hoch für Oracle. Genau. Ja.
Kleine Randnotiz hier an der Seite: Der Gründer von Oracle, Larry Ellison, war jetzt, ich glaube, nach diesem Aktienanstieg der zweitreichste Mensch der Welt, immer noch signifikante Anteile an dem Unternehmen, hat hier Jeff Bezos vom Platz verdrängt. Also scheinbar geht das immer noch ganz gut hier mit Cloud-Geschäft an die Spitze des Reichtums zu gelangen.